Hallihallo und herzlich willkommen zu einem, ja man glaubt es kaum, Gameplay-Commentary. Ja, ist unglaublich, aber ja, es ist tatsächlich so. Ich habe beschlossen, nochmal ein Call of Duty Gameplay-Commentary zu liefern. Hier ist es, Call of Duty Modern Warfare 2, ein Frei für alle auf Invasion. Das Match ist, also, wahrscheinlich seid ihr da noch gar nicht geboren worden, wo ich das aufgenommen habe. Das ist auf alle Fälle noch vor 2011 entstanden. Vor Black Ops vermutlich auch. Ja, ich habe es trotzdem gefunden und habe mir gedacht, nach einem Wunsch eines Abonnenten von mir, der hat gesagt, ob ich nicht mal wieder sowas machen möchte, statt den Clips, habe ich mir gedacht, ja, aber das ist auch immer so blöd, weil die Framerate dann so nieder ist. Und dann habe ich eben das jetzt noch gefunden, habe ich mir gedacht, das kommentierst du jetzt nochmal exklusiv sozusagen für euch, als kleines Spezial. Hier ist es ein... Ich sag's jetzt einfach schon mal, es ist ein 30:9 mit der ACR eigentlich. Mit Marathon Pro, Stopping Power Pro und Ninja Pro, wie man rechts unten schön sehen kann. Ich vermute mal, ich habe Vollmantel drin. Aus Sekundärfeld, glaube ich, habe ich die USP im Akimbo-Modus dabei. Außerdem benutze ich die Semtex und die Flashbangs. Ja, das Match ist jetzt nicht so übermäßig geil, damit man sagen kann, boah, schaut euch den mal an. Denn ein 30:9, ich meine, das sind 9 kassierte Deaths, die eigentlich, wenn ihr mal das genauer anschaut, alle 9 total behindert sind. Ja, trotzdem habe ich beschlossen, das jetzt nochmal zu liefern. Ihr werdet feststellen, dass die Audiospuren leicht am Ende, zum Ende hin zu leicht verzogen sind. Das heißt, da schieße ich und 5 Sekunden oder 10 Sekunden danach schieße ich auf ein Bild erst wirklich. Das war damals mit X-Fire habe ich damals aufgenommen und das kann ich leider nicht ändern. Also ich kann probieren, irgendwie den Audio in der Mitte zu teilen und ein bisschen zu verschieben, aber ich weiß nicht recht, wie ich das machen soll. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dafür habe ich jetzt hier gerade meine erste Killstreak bekommen und das ist die Predator und ja, ich glaube, das ist auch schon die einzige Abschussserie, die ich in diesem Match bekomme. Ich habe mir das Match noch gar nicht ganz angeschaut, das heißt, ich weiß auch noch nicht so recht, was jetzt da dabei ist. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen weggehen vom Gameplay. Ich möchte mal noch über was anderes reden und zwar, ich meine, einer hat gesagt, er findet das ganz, ja, oder er fände es ganz cool, wenn ich sowas wieder mal machen würde. Jetzt ist die Frage von mir, wollen mehr so etwas noch sehen? Weil ich hätte noch ein paar Gameplays, also ein paar ist wirklich ein paar gemeint eigentlich. Aber, ja, wenn ihr das noch sehen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, würde mich freuen. Also, ja, ihr bekommt es ja dann. ich weiß zwar noch nicht, ob es dann gleich ein Tag danach ist oder so, aber ihr bekommt es auf alle Fälle dann. Und ja, jetzt seht ihr gerade einen schönen Knappheitsfail von mir. Und den nächsten Kill, der mich eigentlich gleich zur Predator bringen müsste. Jetzt dann schon langsam mal. Genau. Also seht, ich gehe schon einigermaßen ab und am Anfang habe ich mir echt gedacht, oh, oh, das ist schon nicht schlecht, das Gameplay, aber allein der letzte Kill, der ist so scheiße. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Okay, ich habe jetzt hier meine Predator raus. Kommen wieder ein. Und ja, das Match läuft weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es dauert. Ah, ein paar Minuten sind es noch. Dabei können wir mal über ein anderes Thema reden. Und zwar, ja, nach diesem schönen Semtex-Skill da. Minecraft. Ich habe ja letztens, ich weiß nicht, wann das Video her hochgeladen wird, aber ich habe auf alle Fälle in dem Status geschrieben, ich weiß, den liest wahrscheinlich eh keiner, ich mache das auch nicht, weil ich immer das weggeklickt habe sozusagen. Ich schau nur, was meine Abonnenten hochladen. Meine abonnierten Leute oder so. Von dem her kann ich verstehen, wer das nicht wisst, aber ich habe da mal gepostet, irgendwie Ankündigung, spezial in Arbeit. Jetzt denkt ihr vielleicht natürlich, das ist doch spezial. Ist es auch. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz diesen tollen USP-Gewinn anschauen und dann diesen krassen Fail. Schaut euch mal das an. Ich laufe dahin, ich sehe den und bin zu dumm, den abzukillen. Naja. Also jetzt kommen einige Devs, die total alle unverdient sind. Aber nun ja. Um zurück auf das Hauptthema zu kommen.
Scheiß, Behinderten, Last Stand Noobs und Eliminator Noobs. Ja, um auf das eigentliche Thema zu kommen. Spezial. Es wird bald noch ein größeres Spezial kommen. Damit hat wahrscheinlich schon gar keiner mehr gerechnet und das seit den letzten 3 Monaten oder so. Mindestens. Wahrscheinlich schon 4 fast. Aber ich denke, ja, es sind 3 Monate fast. Also 2 Monate und die Hälfte, also 2,5 Monate, hat sowas nicht mehr gegeben. Jetzt könnt ihr natürlich nachschauen, was ist 2,5 Monate her, aber ich sag's euch gleich, spart es euch, denn es kommt eh in die nächsten paar Tage, müsste es eigentlich hochgeladen werden sein. Ich sag schon mal so viel, die Datei ist über 500 Megabyte groß. Aber ihr dürft euch darauf freuen. Ihr seht jetzt dann gleich noch meine letzten 2 Kills, davor sterbe ich nochmal durch diesen bescheuerten Fail. Ihr habt gesehen, da vorne stand einer. Und ich bin zu doof, den abzuschießen. Naja. Nichts alledem, mache ich jetzt den letzten Kill und ihr schaut euch den an. Was für ein Fail! Da steht einer auf K. Ich sehe den nicht! Naja, gut, wie der Hakan heißt, gell, den kann man schon leicht mal übersehen, aber. Das war schon ein krasser Fail und dafür gab es für mich den Fail der Woche. Nee, ich bin Cheater, ja, wenn Sie meinen, ich bin. Der Beste. Gut, also das Match endet 30 zu 9, wie gesagt. Nichts Besonderes, aber hatte ich halt noch über. Und ich würde mich auch für einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen Kommentar freuen, wenn es euch natürlich gefallen hat. Oder halt, wenn es euch nicht gefallen hat, das ist mir auch mal wichtig, denn das ist eigentlich das Einzige, was mich immer aufregt, wenn mir jemand einen Daumen runter gibt, dass er dann nicht in die Kommentare schreibt, warum. Ich bitte euch, das mal zu berücksichtigen oder zu machen. Okay, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschaußen!